secondo autore, ad Alexander, Christian King, di Vienna, anche lui, studi di giurisprudenza e dal 2017 ha una seconda casa a Trieste. Scrive numerosi romanzi gialli, contributi ad antologie, ha ricevuto dei premi letterari per questo e anche nella rosa dei candidati dell'Agatha Christie Crime Prize addirittura. Abbiamo anche una buona notizia, buona metà, buona perché finalmente i suoi innamorati di Piazza Overdan sono stati tradotti in italiano. Buona metà perché dovremo aspettare fino al prossimo 25 aprile per averne la traduzione. Ecco, data l'alta importanza anche simbolica per la storia di Trieste, di questo romanzo che è ispirato alla storia di Pino Robusti e della sua fidanzata, Pino Robusti che poi finirà in cenere in Risiera, si è deciso proprio di aspettare appunto il 25 aprile per farlo uscire. Il prossimo romanzo di Christian King è Gli spiriti di Trieste ed uscirà in autunno in tedesco. Bentornato quindi a casa tua, Christian, a questa seconda casa. Grazie, vielen Dank. Ja, das ist Christian Klinger, der Krimis schreibt und jetzt kommt dann bald sein dritter Triest-Krimi heraus, heißt Die Geister von Triest, aber die besonders gute Nachricht ist, dass am 25. April 2024 das Buch, das in Triest spielt, Die Liebenden von der Piazza Oberdan, endlich auf Italienisch übersetzt werden. Ja, also nochmal schönen Abend, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, ich habe es Ihnen schon gezeigt, also das ist es war eine große Arbeit diesmal, weil ich habe auf Betreiben des Herausgebers, also Sie sehen das schon, es ist ähnlich wie ein Giro in Triest, es ist die Fortsetzung von Pino Robusti, spielt der erste endet mehr oder weniger noch vor der Juli-Krise, also nach dem Attentat von Sarajevo, bekommt er einen Auftrag, eine heikle Drohung, wird gegen die Kaiserkrone ausgestoßen, das kann er lösen und mehr oder weniger der Roman mit einem offenen Ende endet im Sommer, also im Juli 1914. Allora, buonasera di nuovo, tento di interpretare la letteratura da me stesso. Il primo romanzo, dopo questa storia molto tragicamente di Pino Robusti che era ammazzata alla Risiera di San Saba, che uscirà in aprile 24. Sto tornando a questo romanzo giallo, forse anche un suspense, con un investigatore molto, molto particolare, perché Gaetano Lamprecht, quasi due radici dalla madre, quasi il sentimento italiano è un po', come si dice, aufbrausend, emozionale, molto emozionato. Appassionato anche e lui gli piace tantissimo viaggiare, andare in bicicletta nel Carso e anche nelle strade sulle coste della Istria e il padre molto monarchico si chiama Franz Lamprecht, un padre molto severo. E questo romanzo inizia un giorno prima dell'attentato a Sarajevo e finisce in luglio, prima della Grande Guerra, in luglio 1914. E Paola ci ha avvisato che a fine agosto uscirà
il secondo parte del libro su Gaetano Lamprecht, si chiama Die Geister von Trieste, gli spiriti di Trieste, forse perché si tratta anche della superstizione, ci sono tante piccole storie sulla Camera Rossa nella chiesa di Santa Maggiore, anche ci sono tante monache, sono davvero vestiti, ma ci sono tante monache, e comincia questa trama comincia in agosto 14 e il libro c'è un più grande arco del tempo, finisce maggio dell'anno 1915, quando ha iniziato il Grande Guerra. So che tu hai già scritto appunto tutti questi romanzi ambientati a Trieste, ma cosa ti lega a Trieste? Willst du die Frage übersetzen? Ja, doch, du. Also du hast ja viele Bücher schon zu Triest geschrieben, aber was verbindet dich mit Triest? Wie kommst du dazu? Also ich darf da auf die Grußworte gestern von Walter Raschko vom Club Tripopoli der Völker verweisen. Triest ist für mich auch so eine, wie soll ich sagen, eine spröde Geliebte geworden. Es hat aber länger gedauert. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Non è stata un amore di prima vista. Es war also keine Liebe auf den ersten Blick. Aber ich habe mich wirklich an die Stadt herangewagt und bin öfter gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich oder wir mit Familie, wir haben Triest besonders im Herbst und im Winter für uns entdeckt. Da ist tatsächlich eine große Liebe gewachsen und gleichzeitig sehr schnell das Interesse an der Geschichte der Stadt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich für Geschichte immer interessiert, aber mir war so diese starke Bindung, die ja über fast 600 Jahre gegangen ist zwischen Österreich und Triest, nie so bewusst, obwohl ich ja aufgewachsen bin mit zwei Großmüttern, die auch so eigentlich das klassische Mitteleuropa verkörperten, die eine Großmutter aus Leopoli, aus Lemberg oder nahe bei Lemberg mütterlicherseits und die andere Großmutter, die tatsächlich noch mir immer erzählt hat, naja, wir waren ja in unserem Meer in Abazia schwimmen, das war sozusagen, die hat den Kaiser halt noch erlebt und wenn man zwei Großmütter hat, für die das noch normal ist, das Kaisertum als Staatsform, dann kann man das, wenn man in ein Alter kommt, wo man solche Dinge hinterfragt und eigentlich, ich bin ja auch Demokrat, also das haben wir, glaube ich, alle schon gesagt, wir Autoren hier sind jetzt nicht die Vertreter der österreichischen Monarchisten, im Gegenteil, wir kommen aus einem modernen Gefüge, aber wir haben entdeckt, dass hier etwas existiert hat mit dem Begriff Mitteleuropa, das halt tatsächlich kaputt gegangen ist. Du hast jetzt sehr viel gesprochen. Il mio amore per Trieste non è stato immediato. Dopo che abbiamo comprato l'appartamento a Trieste con la mia famiglia, abbiamo cominciato ad esplorare Trieste, soprattutto in autunno e in inverno. All'inizio sì, c'era un po' questo, diciamo che si tratta di un amore un po' ruvido, un amore che non fila sempre liscio. In realtà io ho cominciato ad interessarmi, mi sono sempre interessato alla storia, però non in particolare alla storia di Trieste. Devo dire di essere cresciuto con due nonne per le quali l'impero austro-ungarico è stata una realtà. Una nonna che era di Lemberg, di Leopoli, e l'altra nonna che andava a fare le vacanze ad Abazia, quindi due nonne che avevano vissuto concretamente quel mondo. Devo però precisare che noi autori, io non sono monarchico, mi considero un democratico, e noi autori qui non siamo in qualità di rappresentanti dell'Austria imperiale. Però questa effettivamente ho cominciato ad interessarmi per questo passato durato quasi 600 anni di legame con l'Austria.
Hai fatto bravissimo. Hai parlato davvero tantissimo, ich habe wirklich sehr viel gesprochen vorher, aber die Paola hat das fantastisch zusammengefasst. C'è un'altra domanda? Ci sono delle domande? Sì, dunque, una cosa che mi... Beh, descrivi te stesso. Come descriveresti te stesso? Magari prima dell'incontro con Trieste e dopo. Also, du darfst dich jetzt selber beschreiben und gibt es einen Unterschied Christian Klinger vor Triest und nach Triest? Also, allora, lasciamo questa domanda per dopo. No, ma ci pensi? No, ho pensato, non è così difficile da rispondere. Also, es ist nicht so schwer für mich, diese Frage zu beantworten, weil ich glaube, ich kann sagen, es hat tatsächlich eine Zäsur gegeben vor Triest und nach Triest. Wobei, das muss nicht immer schmeichelhaft sein, das kommt darauf an, von welchem Blickpunkt aus. Meine Partnerin sagt immer nur, du bist so deppert mit deinem Triest. Das sei im Prinzip, oder du weißt, du das Gita. Deppert ist ja. Für mich ist es halt so, ich habe ja etwas gefunden, wo ich tatsächlich nicht nur Inspiration ziehe, ich sage mittlerweile, Triest ist meine Muse geworden. Also ich, und es hat mir auch wirklich geholfen, obwohl ich in der Pandemie nicht nach Triest fahren konnte, mich mit Triest und der Geschichte auseinanderzusetzen. Also mir hat es sehr geholfen, diese historischen Triest-Romane zu entwickeln, zu entwerfen und dann zu schreiben, in einer Zeit, die gekennzeichnet war von einer sozialen, man könnte fast sagen, Kälte, dadurch, dass man niemanden treffen konnte, niemanden sehen konnte. Und ich habe mich wirklich mit den Freunden Alessandro und vielen anderen in Triest, zumindest über die sozialen Medien, austauschen können, was mir wirklich wahnsinnig geholfen hat. Und ich würde sagen, ja, ich bin sicher verändert, seit es Triest gibt in meinem Leben. Und das nimmt einen hohen Stellenwert ein. Sicuramente c'è stato un cambiamento attraverso l'incontro con Trieste. Sicuramente io non scrivo di Trieste sempre in termini lusinghieri, non deve essere semplicemente una glorificazione della città. Io la città l'ho conosciuta prima del Covid e poi durante il Covid c'è stato questo lungo periodo in cui non mi è stato possibile venire a Trieste, ma ho continuato a scrivere su Trieste. E quello nel mio caso i cosiddetti social media sono stati di grande aiuto per mantenere i contatti e la scrittura è stato un modo per mantenere il contatto con la città di Trieste. Forse faccio un piccolo annuncio perché vorrei informarvi che sono disponibili tutti i libri che sono stati presentati dagli autori in questa libreria. Ci sono sotto da comprare, gli autori fanno un autografo volentieri, also es gibt die Bücher unten zu kaufen e ho anche portato dei regali per chi vuole, che si interessa, ci sono dei manifesti per il primo libro di me. Il Giro a Trieste, der Giro a Trieste. Also wer ein Plakat möchte, ich habe glaube ich 5 oder 6 mit, kann sich gerne eins abholen kommen dann. La scelta il fatto che Gaetano Lamprecht abbia questa passione per la bicicletta, qualcosa di autobiografico? Dein Protagonist fährt ja wahnsinnig gern mit dem Fahrrad. Ist das was Autobiografisches? Ja, das ist tatsächlich eine Leidenschaft, die ich in der Jugend mit meinem Vater geteilt habe. Dann ist mein Vater leider krank geworden, konnte nicht mehr so intensiv den Radsport betreiben. Und das ist dann hängen geblieben. Ich bin dann eigentlich vom Rennrad zum Mountainbike, wie es aufgekommen ist, gewechselt, aber eigentlich prima nur, um die Straßen mit viel Verkehr zu meiden. Allora, io ho praticato, mio padre praticava la bicicletta e io ho ereditato la passione da lui, che proprio era impazziva per la sua bici da corsa.
quindi siamo andati spesso insieme in bicicletta, poi lui si è ammalato e non ha potuto continuare. Comunque non sono io il modello di Lamprecht, io volevo inventare un investigatore giovane e sportivo che riesca anche a fare cose anche incredibili. Ja, das muss ich nachsetzen, das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Also ich wollte auch eine sportliche, ambitionierte, einen jungen Ermittler schaffen, der also oft ist es so, in dem historischen Roman werden eher behäbige, ältere Herren dargestellt, die mit viel Geist und viel Ruhe ihre Fälle lösen. Ich habe eher einen dynamischen Ermittler schaffen wollen, der zum Teil auch sehr ungewöhnliche Dinge macht. Er wurde auch manchmal bezeichnet, das ist der James Bond, der K&K-Monarchie gewesen, der Lamprecht. Ecco, l'ispettore Lamprecht viene anche definito appunto il James Bond per la sua prestanza fisica, il James Bond della Cacania. Ci saranno altri casi da risolvere in futuro per l'ispettore Lamprecht? Wird Kommissar Lamprecht in der Zukunft noch weitere Fälle lösen müssen dürfen? Also nachdem ich den zweiten Teil jetzt Gott sei Dank beendet habe, das liegt beim Verlag, gibt es auch schon die Vorarbeiten für den dritten Teil, der für mich tatsächlich eigentlich der schwierigste war, wenn man sich an die historischen Gegebenheiten hält. Vielleicht nur eine Anekdote, wenn das okay ist, weil ich habe letztes Jahr mit dem Alessandro Scampatti, da gab es eine Broschüre für diese Rassegna, sehr schön mit Texten und der Vorstellung und ein Vorwort, wo er eigentlich über diese Cancellazione della Cultura Tedesca, wo er geschrieben hat, über die Auslöschung der deutschen Kultur in Triest. Und ich habe mich jetzt, weil der dritte Teil wird dann nach dem Krieg im Jahr 19 spielen, von 19 bis 20, habe ich mich mit dem beschäftigen müssen. Und es ist tatsächlich eigentlich sehr schwierig, hier einen Polizisten vom K&K-Staatswesen in den italienischen Staat zu übertragen. Ich habe da wirklich sehr viel schrauben müssen und mir überlegen müssen, dass es möglich ist. Aber ich habe es zum Glück unbewusst vorbereitet in den ersten Teilen. Allora, per fortuna la seconda parte ormai è finita, la terza parte sarà ambientata nella Trieste dopo il 1919. Il terzo libro che ho già cominciato a scrivere è stato il più difficile per me perché abbiamo avuto un piccolo discorso l'anno scorso con Scampatti, con Alessandro, perché lui ha fatto una prefazione per una brochure che il Club Turisti Triestini ha fatto stampare per questa rassegna. Nel suo prefazio ha scritto sulla cancellazione di tutta la cultura tedesca a Trieste dopo la Grande Guerra. Quando io ho cominciato a scrivere, ambientare nel anno 1919, ho trovato tutti i fonti hanno confermato questa cancellazione. È stato molto difficile ambientare un poliziotto dopo lo stato austro-ungherica nello stato italiano, ma ce lo farò. Ho avuto alcune idee anche. Die Weichen gestellt. Also ich habe schon die Weichen gestellt in den ersten beiden Büchern. Ich habe es vorbereitet. Sì, ho già diciamo preparato, preparato la struttura per fare credibile che un poliziotto austriaco diventa anche poi un poliziotto italiano. E forse se il terzo libro trova anche l'interesse del pubblico, forse ci saranno altri libri. Ma si trattano della storia recentemente italiana ambientata a Trieste. Non vorrei cambiare luogo della brand. Nur eine kurze, nur eine ganz kurze, aber ich habe es geschickt, habt ihr das übersetzt noch? Es ist das Stück, was wir das letzte Jahr schon hatten, was ich als Nietzsche gelesen habe. Es ist nur das hier. Nur das? Nur das.
No, non volevo fare una lettura come gli altri, ho solo preparato quasi un häppchen, ho un häppchen vorbereitet con un cucino. Forse tu riesci da tradurre. Sì. Es war ein freundlicher Tag, der Lamprechts Leben zerstörte. Der Pistolenschuss hallte durch die menschenleere Au, die niemand traf. Der Knall schreckte einige Krähen auf, die schwerfällig mit ihren Flügeln durch die Luft ruderten und davonflogen. Era un giorno amichevole, piacevole, il giorno che cambiò, che distrusse la vita di Lamprecht. Il colpo di pistola risuonò nella pianura priva di esseri umani, nella pianura deserta del prater di Vienna. Il colpo di pistola spaventò alcuni corvi che con difficoltà remarono con le loro ali attraverso l'aria e se ne andarono volando. Grazie.